Was? Was? Die hätten doch wenigstens die Flügelschlaganimation so machen können, dass das so unendlich schnell anmuten, dass das auch irgendwie wie Insektenflügel. Ja. Ich vermute, hier kriege ich gleich so ein Fass hinter den Rücken gesetzt. Ah, doch nicht, okay. So eine klassische Lauf von irgendwas Rollendem hinter dir weg. Ja. Geschichte. Ich finde lustig, diese Palmen hier rechts, die sehen aus wie diese riesen Ananasnüsse. Ja, stimmt, so. Ananüsse, ja. Ananüsse. Da hinten rennt wieder so ein Depp rum. Was sind jetzt die Pelikanhäuser oder was soll das sein? Wahrscheinlich. Kannst du da oben irgendwie gegenboxen? Das kriegen wir dann wieder geschenkt. Also dieser Drehangriff mit dem Schwanz, das ist das erste Mal, dass ich so eine Verbesserung auch optisch sehe. Ja. Weil höher springen siehst du so nicht. Ne. Also. Oh. Ja, genau. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Geplant. Über uns waren irgendwelche schwebenden Ballonplattformen. Die wir so aus dem Dingslevel kommen, aus dem Riesenbaumlevel. Da ist so ein. Ich find's immer süß, wie Kao sich so freut, wenn er einen Gegner besiegt hat, dann geht er so für eine Weile lang ganz froh. Ach du Scheiße. Ah, genau, das. Halt. Ja, ich musste gerade erstmal gucken. Ach, Mann! Ich hab direkt wieder gedrückt. Ich denk mal, er ist den hier ganz nah, oder? Müssen wir die Ballons abwerfen? Gedrückt halten, ne? Okay. Stimmt. Ja, es macht so langsam wieder Sinn. Lässt du zu viel los oder was? Ja, auch. Das heißt, auch? Ich drück zu früh, weil ich denke, ich kann jetzt schon werfen und lass dann halt zu früh los, obwohl er noch gar nicht erst die Anzeige hat. Die Nuss ist. Ich glaube, du kannst aber auch da stehen bleiben. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich die noch einmal jeweils ändern kann. Ich würde auf jeden Fall den rechten erst abschießen. Weil der scheint der hintere zu sein. Wenn du den vorderen abschießt, dann. Was? Was auch. Die fliegen nicht nach oben, weil sie weniger. Oder ja. Die sinken nicht, weil halt weniger Auftrieb ist? Nein. Sie ändern die Position und bleiben dann an dieser. So, jetzt lasse ich es, ne? Ja. Geht eigentlich hier mit. Rechts ist noch. Da will ich erstmal runter. Was ist eigentlich hier mit dem einen Brett, was da gerade die ganze Zeit rumfliegt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich musst du gleich, wenn du oben auf dieser mittigen Insel bist, musst du von da aus da drauf und dann. Kannst du da weiter? Boing. Und diese Bongo-Beats, ne? Ja. Also da ist auch wieder irgendwie ein Fluss. Die logischsten Wasserverläufe der Welt. Wo ist das Ding hin? Ja, das ist nach oben links weg. Vielleicht kommen wir ja jetzt so. Hier links ist eine Insel. Auf jeden Fall. Da ist ein Floß, oder? Was? Naja, warte, was soll das hier? Ich frage mich jetzt gerade, wenn ich auf die Plattform komme, komme ich dann rechts auch auf den Rand drauf? Und dann auf diesen. Du, die Schwingerei war gar nicht anstrengend. Ich würde einfach mal gucken. Also. Ja. Aber ich glaube, hier ist einfach nichts. Was ist, wenn ich jetzt hier hinten drauf schwebe? Ich bezweifle, dass du es schaffst. Nee, dreh um. Okay, das haben die schon so in dem Abstand gebaut, dass man da nicht hinschafft. Soll das auch irgendwie eine Biene darstellen, diese Streifen? Sowas. Passt da, also ich finde das ist nicht so ganz optisch genug. Hätten sie besser irgendwelche Tauben- oder Engelsflügel machen können?
Oh ja. Okay, alt war schießen, ne? Und das Fass hat. Alt war Rüsing, glaube ich, ne? Arsch. Was war denn das? Scheiße, was war denn? Ah, ne? Geh gleich runter. Ja. Okay, ja. Ja, ich kann mich schlecht irgendwie auf beides konzentrieren. Aber allen negativ. Ach du Scheiße. Ja, ja, klar. Genau. Allen Problemen zum Trotz, es macht irgendwie trotzdem Spaß. Ja. Es ist zwar irgendwie alles so richtig cringe. Und jetzt darf ich eigentlich keine Spinne zuvor treffen. Nein. Achso, während das Boot hat ja Leben verloren, nicht wieder. Sind wir an einem vollkommen anderen Stelle. Genau, wieder ein Vulkan. Als hätten wir nicht schon gesehen. Oh, hat sich das Ding jetzt hochgeschoben? Ah, nee. Ein Gitter. Okay, dann gucken wir nochmal hier zwischen den Palmen, zwischen dem Gemüse. Oh, eine unsichtbare Wand. Ach, wo sie langläuft, und, ne? Ja, genau. Und auch so wahnsinnig gut platziert. Ja, nee, kann ich ja meine Kamera mehr ordentlich drehen. Die Palmen, ne? Ja. Das sieht schon so aus, als ob gleich alles hinter dir zusammen ist. Ja, ich fürchte es auch. Oder noch schlimmer, dass Lava, die Lava steigt. Ja, ja, steigt doch schon. Natürlich. Ich probiere jetzt hier mal. Also, man muss sich ja mal überlegen, die Leute, die da wohnen und auch ihre Gebäude hatten, die... Was? Achso. Oh nein. Nein. Wir sind gefangen auf Goofy in... Also der kommt mir voll Goofy-mäßig rüber. Disney ist Goofy. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir auch noch richtig Gas geben. Aber ich habe mich gar nicht so doof angestellt. Nee. Vielleicht, also sobald du einen Schatten hast, musst du Fliegen loslassen, weil Fliegen ist langsam im Vergleich zu Rennen. Ja, ich dachte halt irgendwie, vielleicht steigt das Ganze nur ab bestimmten Punkten und nicht einfach permanent. Ja, ich glaube eher permanent war einfacher zu programmieren. Ja, glaube ich auch. So. Na klar. Ah! Okay. Also was ich gerade sagen wollte, irgendein Architekt muss ja das Ganze... gebaut haben. Und das ist ja mehr oder weniger hat das angefangen als oh, ein Dorf von diesen vermutlich Pelikan. Ja. Oder Touristendorf. Und dann ist hier auf einmal diese Todeswalzen Lavagrube. Und diese komischen Stachelwalzen, die machen ja überhaupt keinen Sinn. Okay, okay. Springen. Oh, nein, da hast gesehen, da war so ein Sprungding. Echt? Ja. Nee, ja, also irgendwie 5 Meter von dir entfernt. 5 Kilometer. Oh, oh, oh. So, weiter. Achtung, springen. Da ist es. Was? Wieso lässt er mich alleine? So, jetzt haben wir wieder... Ich wollte gerade sagen, ein bisschen... Ja, und jetzt auf einmal... Super Anstieg. Naja, schafft man nicht mehr. Ja, ein bisschen bitte mal nachjustieren. Jetzt links drauf. Leute. Kein Checkpoint bis jetzt. Nee. Oh nein. Nein! Pelibert, flieg! Was? Oh. Es ist aber echt unfair mit den... Hier wäre jetzt mal eine Glocke nice. Ja. So, jetzt hier. Wie er in den Startlöchern steht, wo er uns... Das gibt's doch nicht! Wieso...
Er bleibt hängen. Er bleibt direkt hängen, ja, man muss direkt springen. Also anfangen zu fliegen. Was ich gerade sagen wollte, er steht unten in den Startlöchern, nachdem er uns einmal geholfen hat und dann fallen gelassen hat. Ja. Ich glaube, hier ist wirklich so, da kann man es nur schaffen, wenn man bis an die Kante geht. Ja. Und da brauchst du halt ein bisschen... Bisschen mehr... Mehr Timing. Da ist auch ein Felsen, der wohl irgendwie eine Zeit lang ein bisschen höher rausguckt als die anderen Steine. Ja, so. Ding. Diesmal. Wo ist die gibt's überhaupt eine Glocke? Ja, genau! Hä? Er hat uns abgeworfen! Ey, wir waren so nah, was dann. Er hat uns abgeworfen und weggedrängt, sozusagen. Ja. Oh shit! Oh. Perfekt. So, wieder dran denken. Sofort springen. Jetzt dreht die Kamera. Und jetzt, ihr könnt richtig da was weg. Okay. Genau, jetzt bricht wahrscheinlich wieder was. Ja, die Kameraführung ist teilweise nicht so ganz elegant. Manchmal brauchst du nur nach links drücken oder irgendwo lang. Oh, Gott sei Dank. Ah, nein! Achso, doch, okay. Ich dachte, das geht jetzt da oben weiter. Nur zwei Sterne nicht. Zwei Sterne verpasst. Ja, das geht auch. Kurz mal gucken, was sagt die Zeit? Zeit sagt noch 37 Minuten von der Aufnahme. Okay. Nächste Ebene. Die Schatzinsel. Natürlich. Und es ist alles wieder gut. Der ganze Vulkan hatte keinen Sinn. Ja. Und jetzt konnte er wieder mehr als 5 Flügelschläge uns auf den Rücken tragen. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, was haben wir denn hier? 95 Münzen, 20 Kristalle und 25 Sterne. Genau. Und wieder einmal ist es... Oh, Entschuldigung. Es ist wieder mal ein Rätsel, was sich die Architekten bei den ganzen Dings hier gedacht haben. Muss man hier draufklettern? Ja, ja. Was ist denn das? Also... Das war so ein bisschen... Das hatten wir vorhin im Level auch schon irgendwie so eine... Ist das irgendwie so ein lakenbedecktes... So, haben wir hier irgendwie drunter was? Nee, aber da hinten ist auf jeden Fall ein Jäger. Ich frag mich, die Fässer da hinten links, die werden es nicht sein, weil da kommt man nicht mehr so leicht. Anvisieren mit Halt. Oh, nee, warte, so. Kannst du schon anvisieren? Jetzt. Die sind wahrscheinlich ein bisschen resistenter als die Eistypen. Eine Hummel. Was? Der nächste schießt auf uns. Ach so. Skandal. Okay. Wir können uns noch... Ah! Ich wollte mich ausrichten. Ich wollte eigentlich dann springen, um mich auszurichten, aber nein. Die Steuerung, die ist halt einfach... Man vergisst sie so schnell, blöderweise, zwischen den Aufnahmen, weil sie einfach schlecht ist. Wir haben sie schon mal ein bisschen verbessert, durch Tasten anpassen, aber... Moment. Du musst näher ran. Ja. Was sind das für Schussgeräusche, bitte? War das bei den anderen Jägern auch drin? Das waren ja so blaue Schüsse.
Aber das hört sich doch an wie irgendwie so ein Knallerbsengebild. Ne, ich glaube, geh zu der Stelle, ja, wo die anderen Bumerangs sind. Weiter, weiter, weiter. Schieß. Achso. Er ist nicht gesprungen. Ach Leute. Was ein Stress. Ja, man hat hier teilweise die Finger auf 3 bis 4 Knöpfen gleichzeitig. Man hat manchmal so ein bisschen Probleme herauszufinden. Kannst du den boxen? Ich hoffe es. Also ein bisschen Probleme, dann die genau zuzuordnen. Alt. Wo ist Alt? Da. Oh, Gott sei Dank. Nur schlagen, nicht rollen. Ja, ja. Okay. Das ist leider so ein bisschen einfacher gesagt als getan. Ja, ja, da hatte ich ja selber das Problem. Oh. Ja, gespeichert. So. Hängt hier noch einer ab. Da ist auf jeden Fall eine Glocke hinten. Hier ist so ein Sprungding. Was soll das darstellen hier? Erstmal vollkommen woanders hin. Ja. Oh, guck mal. Ach so, das jetzt flattert sie. Okay. Nur wenn sie sich bewegen. Wenn sie stehen, dann nicht. Das war jetzt unnötig, wie jetzt mit noch einem Checkpoint, aber danke. Ist ja nichts passiert. Oh, neue Gegner. Kann ich die denn? Ne, ich kann sie nicht. Der Boomerang schwebt in der Luft, ne? Ja, ja, ich guck mal, ob ich die hier anvisieren kann. Da, mit diesen... Er visiert sie nicht an. Ist das so wie bei diesen Waldlevel die Stachelschweine? Möglich. Kannst du die denn schlagen? Bestimmt. Wenn ich sie denn kriegen würde. Sterb jetzt gleich, sowieso. Dein Leben ist halt ein 1-2 Pixel. Oh, eine Münze ist in den Truhen noch drin. Da müssen wir den Truhen nochmal öffnen. Ignorier die Krabben einfach mal. Ah, okay, die Münze liegt da noch. Ja, dann muss sie wohl rechts rauf. Okay. Man kommt einfach nicht dazu. Man kommt nicht dazu, die zu schlagen. Okay. Scheiß drauf. Ist jetzt dann natürlich die große Frage, ob die Münzen fallen lassen. Nice. Der ist größer als wir und deshalb treffen wir uns nicht.